Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Kindberg rockt den Frühling. Einkaufstage in Kindberg. Stefan Hofer von der SPÖ ist neuer Bürgermeister in Turnau. Und das Wetter morgen wechselhaft mit Sonne und Wolken. Kindberg rockt den Frühling. Vom 16. bis 18. April stand die Stadt ganz im Zeichen dieses Events. Mit vielen Aktionen, sei es der Handel mit minus 10%. Wir bringen Ihnen Licht ins Dunkel, die Firma Stocker. Auch die Firma Gruber in Kindberg. Wir präsentieren uns mit unseren Topseller mit Novatech, das ist eine Holzschutzfarbe. Auch Herresheim bei Friseur Weiß ist wie immer bei den minus 10% dabei, bei Kindberg rockt im Frühling, weil Haare schneiden und Styling braucht man das ganze Jahr. Oder die Unterhaltung für Groß und Klein sowie kulinarische und musikalische Leckerbissen. Grüß euch! Wir sind die Ricarda und die Lazy Gang und ich stelle meine Bandmitglieder vor. Rechts von mir ist der Heinz. Der Dulemann, der Joe, der Steff, ich bin die Ricarda. Wir spielen Blues, Rock und Pop. Wir wünschen euch heute viel Vergnügen. Wir sind in Kindberg rockt. Kindberg rockt den Frühling ist eigentlich eine neue Idee unserer jungen Generation der Werbegemeinschaft Kindberg. Das heißt, junge Kaufleute haben sich zusammengetan und gesagt, wir müssen was Neues machen. Wir möchten Kindberg rockig präsentieren. Kindberg hat viele junge Unternehmer und das ist, glaube ich, ein ganz gelungenes Fest. Wir haben neu nach außen hin präsentiert grüne Schirme, dass man sofort sieht, ah, da in Kindberg ist was los. Wir haben eine Liveband, wir haben Musik, wir haben natürlich Aktivitäten in vielen, vielen Geschäften. Wir haben erweiterte Öffnungszeiten, heute bis 20 Uhr geöffnet, Mittag sowieso geöffnet. Also wir bemühen uns enorm, die Jugend und wir auch genauso, die Junggebliebenen. Also wir schauen, dass wir die Kunden, Gäste und Besucher wirklich nach Kindberg bekommen. Auch der Rathausvorplatz wurde von Schülerinnen und Schülern der 2. Klasse Neue Mittelschule Jakob Eduard Schmölzer Kindberg sowie Pädagoginnen und Architekturforscherin Architekturstiftung Österreich, Initiative Kind und Helfer des städtischen Bauhof und Stadtgärtnerei neu gestaltet und mit einem Festakt seiner Bestimmung übergeben. Auch der Förderverein des Pfarrkindergartens stellte sich mit Köstlichkeiten der guten Sache. Wir sind vom Kindergarten, Pfarrkindergarten für einen Förderverein, damit dass wir Spielsachen, Hochbeet für den Gartengeräte anschaffen können, verkaufen wir selbstgemachte Sachen, Mehlspeisen, Suppeneinlagen, verschiedenste Sachen. Die Wirtschaft ist sehr aktiv und wir arbeiten sehr, sehr gerne und sehr eng miteinander mit der Wirtschaft, die Stadtgemeinde Kindberg. Und vor allem diese Zusammenarbeit ermöglicht es auch, viele Dinge miteinander zu verbinden. So ist es auch Autoschau, Einkaufstage und Jazzbranche. Das alles verbindet sich recht gut in Kindberg und lockt Leute an. Und vor allem auch mit den neuen Ortsteilen Allerheiligen und Mützhofen spüren wir eine besondere Stärke, weil erstens neue Betriebe dazugekommen sind, aber auch sehr, sehr viele Interessierte aus der neuen Gemeinde Kindberg. Jedenfalls abgesehen von den Wetterkapriolen war man mit dem Ergebnis der Aktion Kindberg rockt den Frühling zufrieden. Am 27. April war es im Ortskern von Turna schwer, einen Parkplatz zu finden. Der Grund dafür die konstituierende Gemeinderatssitzung. Ging es ja immerhin, wer wird Bürgermeister? Denn SPÖ und ÖVP haben je 7 Mandate. Ein FPÖ-Mandat wird für eine Entscheidung sorgen. Hochrangige Politiker waren daher nach Turnau gekommen, um dieses Ereignis live mitzuerleben. Nach Angelobung des 15-köpfigen Gemeinderates wurde der Bürgermeister, wie es die Statuten vorschreiben, in geheimer Wahl ermittelt. Das Ergebnis? 15 gültige Stimmzettel wurden abgegeben, davon entfallen 8 Stimmen auf unseren Kandidaten Magister Stefan Hofer und 7 Stimmen auf Roland Schadl.
Zum Vizebürgermeister wird Koalitionspartner Rudolf Smoly, FPÖ, und Roland Schadl, ÖVP, einstimmig zum Gemeindekassier gewählt. Der Bürgermeister von Turna heißt jetzt Stefan Hofer und Sie haben sich viel vorgenommen. So ist es. Ich bin angetreten, um Erneuerung nach Turna zu bringen. Wir haben gesagt, wir wollen nicht nur bloß verwalten, wir wollen einfallsreich gestalten. Das ist jetzt das Ziel für die nächsten 5 Jahre. Und das Thema Bürgerbeteiligung und Gemeindeentwicklung wird auch eine große Rolle in unserem Arbeiten spielen. Sie haben politisch gesehen ein starkes Gegenüber. Da wird Zusammenarbeit sehr wichtig sein. Es muss eine Zusammenarbeit sein, die von gegenseitigem Vertrauen und auf Augenhöhe stattfindet und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das so sein wird. Ihre politische Karriere ist nicht nur Bürgermeister von Turna, sondern auch der Steirische Landtag, wie Landeshauptmann Stellvertreter Schrittwies anklingen hat lassen. Ja, ich werde auf wählbarer Stelle für den Landtag Steiermark kandidieren, für die Landtagswahl Ende Mai. Und wenn ich dann im Landtag sitze, glaube ich, kann ich auch die Anliegen der Turnerinnen und Turner optimal vertreten. Was werden Sie als erstes angehen? Ein großes Projekt für uns in der nächsten Zeit ist die Errichtung eines neuen Feuerwehrrüsthauses. Das ist das größte Projekt im heurigen Jahr und dem gilt unsere ganze Anstrengung. Landeshauptmann-Stellvertreter Sigi Schrittwieser ist ganz bewusst zu dieser Gemeinderatssitzung gekommen, denn der neue Bürgermeister von Turna, Stefan Hofer, ist ja ein Mitarbeiter seines Ressorts. Na, ich glaube, der Stefan Hofer ist eine ganz besondere Persönlichkeit mit seinen 28 Jahren. Er arbeitet ja seit 6 Jahren bei mir im Büro. Ich weiß also um seine Qualitäten, um seine menschlichen Qualitäten, um seine Fähigkeiten. Und er hat einen Zugang zu Jung und Alt, auch in seiner Jugend. Und das wurde von den Wählern und Wählern anerkannt. Und heute hat auch der Gemeinderat ihn zum Bürgermeister gewählt. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Entscheidung, vor allem für die Bürgerinnen und Bürger in Turna. Rudolf Smoly, FPÖ, wurde zum Vizebürgermeister gewählt. Sie waren das Zünglein an der Waage, wie man so schön sagt. Wie gehen Sie damit um? Es geht einfach um die Marktgemeinde, das heißt sachpolitische, gute Lösung zu unterstützen, gemeinsam einfach Optionen zu erarbeiten und Lösungen zu finden im Sinne der Marktgemeinde, im Sinne unserer Bürger und hier wirklich sachorientiert mit allen 3 Fraktionen die sachpolitische, kommunalpolitischen Entscheidungen zu fällen und zu erarbeiten. Roland Schadl, ÖVP. Es war ein sehr schönes Votum. Alle 15 Stimmen jetzt für das Vorstandsmandat Gemeindekassier bekommen zu haben. Und es freut mich natürlich. Die Demokratie hat entschieden, es war ein sehr knappes Ergebnis. Es war der Mandatstand in Turna 771. Und somit galt es eben eine Mehrheit zu finden. Und die hat sich eben aus SPÖ und FPÖ dann ergeben. Und das ist jetzt die Situation in Turna. Was wünschen Sie sich als Bürgermeister von Turna? Eine gute Zusammenarbeit mit allen Fraktionen im Gemeinderat. Jedenfalls weht ein frischer Wind nicht nur vom Hochschwab, sondern auch aus der Gemeindestube Turna. Heute war es wieder sonnig, allerdings blieben die Werte um die 20 Grad hängen. Morgen Donnerstag wird es wieder unbeständiger mit Regen im Norden. In der Früh 2 bis 7 Grad, tagsüber gibt es dann Werte zwischen 10 und 18 Grad.